erst einmal ein lautes Wow. Ich bin echt und ich bin seit 25 Jahren unterwegs. Ein lautes Wow, dass ihr so engagiert und so viel und so massiv hier seid. Das ist heutzutage überhaupt nicht selbstverständlich. Ich hoffe, dass sich das auch nochmal vervielfältigt, multipliziert, weil was wir brauchen, ist wirklich Bewegung. Wir brauchen das, was gesagt wurde, wir brauchen Zivilcourage und die Gesetze sind nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Ja? Und schlechte Gesetze muss man kritisieren und man muss damit umgehen können. Insofern, ich glaube, es kann ja von hier auf, von hier eine Zündung, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber ich glaube, es kann hier was wachsen. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich sowas gesehen habe. Okay, nun in medias res. Eigentlich bin ich in Urlaubsmodus. sag mal, Dina hat sich gemeldet und gesagt, Mensch, wir machen so eine Veranstaltung und uns ist natürlich eingefallen, die migrantische Perspektive fehlt. Und dann habe ich natürlich zugesagt, ganz spontan, und deshalb auch keine PowerPoint-Präsentation, sondern ich werde euch ein paar Dinge erzählen, die niederschwellig sind, praktisch sind, wo ich glaube, viele sich wiederfinden können und auch nochmal vielleicht eine Chance sehen, sich einzubringen, aktivistisch und in der täglichen Arbeit auch. Das Thema ist eigentlich keine Überraschung. Wir sind, oder die EU ist dabei, die Festung Europa weiter zu zementieren. Das ist nichts Neues, also für mich ist das keine Überraschung. Die Überraschung eigentlich ist, wie dumm diese Aktion oder Reaktion ist, im Grunde darauf, dass wir in Europa immer mehr rechte Parteien haben, faschistoide Parteien und auch in Deutschland. Eine AfD, wenn man überlegt, wenn morgen Wahlen wären, wäre sie die zweitgrößte Partei im Bundestag. Insofern ist genau das die falsche Antwort. Du kannst nicht faschistoiden Parteien hinterher äffen, weil du glaubst, dadurch ziehst du ihnen den Wind aus den Segeln. Genau das Gegenteil passiert. Und wir in Deutschland kennen das aus unserer Geschichte. Insofern bin ich da eher überrascht, wie kurzsichtig und wie dumm da man darauf reagiert. Nichtsdestotrotz, es gibt eine starke Zivilcourage und die will ich hier auch nennen. Viele von euch kennen die Gruppen, viele auch nicht. Wir haben nicht nur auf politischer Ebene, auf demokratischer Ebene, wir haben viele Organisationen, viele Initiativen, die sich genau hier vor Ort, lokal, sich mit dem Thema auseinandersetzen, für die Geflüchteten da sind, sie unterstützen, wo auch immer. In den ganzen Bürokratiewust, in der Möglichkeit, sich in verschiedene Projekte einzubringen, in Arbeit zu integrieren, Praktika zu finden, etc. pp. Ich möchte euch ein paar davon nennen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ihr das auch kennt und vielleicht auch nochmal selber recherchieren könnt und wenn Leute fragen, schickt sie ruhig dahin. Ich fange natürlich an mit dem Integrationsrat der Stadt Münster. Der Integrationsrat der Stadt Münster, dem ich gefühlt ein halbes Jahrhundert angehöre, tatsächlich glaube ich seit Mitte der 1990er Jahre, ist die Nachfolgeorganisation vom damaligen Ausländerbeirat. Das ist im Grunde der Versuch gewesen, auf Landesebene Migrantinnen und Migranten eine demokratische Form der Selbstorganisation zu geben. Und wir haben in Münster tatsächlich es geschafft, eine Stimme zu sein für die Migrantinnen und für die Geflüchteten. Wir sind bei der Stadt, wir sind Teil der Stadt als politisches Gremium, aber wir sind sehr selbstständig, was die Aktivitäten anbelangt, was die Projekte anbelangt, was das Thema Integration anbelangt. Wir sind angedockt neben dem Jobcenter, visuell, dass ihr auch wisst, wo wir sind, direkt neben dem Jobcenter, Anfang der Hammerstraße. Dort ist das Büro des Integrationsrates der Stadt Münster. Das ist offen für alle Menschen, die Hilfe brauchen.
für Geflüchtete, für Migrantinnen und Migranten, die 30, 40 Jahre hier leben und ganz viele Probleme haben, von denen man glaubt, dass das kann nicht wahr sein. Insofern ist, das ist aber ein anderes Thema, die Migration, die Integration ist sowas von schief gelaufen und es geht weiter so. Insofern sind wir ein Gremium als Organ für alle Migrantinnen und Migranten dieser Stadt. Das ist ein demokratisches Gremium, es wird wie der Rat alle 5 Jahre gewählt. Migrantische Listen, Initiativen, einzelne Akteurinnen und Akteure dürfen bei der Wahl mitmachen. Und wir sind die einzige Stadt noch, in der sich die Parteien nicht einmischen, in der tatsächlich selbstständig organisierte Listen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie an der Uni. An der Uni sind auch natürlich parteinahe Listen. Beim Integrationsrat ist es tatsächlich so, dass es keine Parteienlisten gibt. In Köln, in Düsseldorf, in ganz NRW gibt es zum Beispiel internationale SPD-Liste, vielfältige Grünen-Liste etc. Das ist hier immer noch nicht der Fall, zum Glück. Migrantinnen und Migranten, interkulturelle Akteure treffen sich, bilden eine Liste oder kämpfen alleine und versuchen eben diese 5 Jahre, wohlgemerkt ehrenamtlich, im Vergleich zum Rat ist das 100% ehrenamtlich. Ich meine, die Arbeit im Rat ist auch mehr oder weniger ehrenamtlich, aber da kriegst du sowas wie Minijob. Das ist so eine Aufwandsentschädigung in Höhe eines Minijobs. Im Integrationsrat aber ist das völlig umsonst. Das zeigt auch, wie ein Staat denkt. Wenn ich schon so ein Konstruktum organisiere, dann muss ich doch mir Gedanken machen, dass es etwas wie ein Parlament der Migrantinnen und Migranten, also muss ich auch über eine Aufwandsentschädigung nachdenken. Aber nein, bei den Migranten nicht, das brauchen wir nicht. Die sollen gefälligst alles kostenlos und sonst machen und noch aus der eigenen Tasche bezahlen. Und das machen wir auch und das machen wir gerne, weil wir viel erreicht haben. Also der Integrationsrat, das ist mir wichtig zu nennen, ist ein Motor für das Thema Teilhabe, für das Thema Integration auf Augenhöhe, wie wir das schon seit 15 Jahren nennen und dafür arbeiten. Henrik, der mir gegenüber ist, kennt das, er hat mehrere Studien auch, wir haben zusammengearbeitet. Das ist tatsächlich einer der wenigen in ganz NRW, die genau diesen Fokus der Gleichberechtigung in den Vordergrund hat. Und trotz vieler Schwierigkeiten, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Organisationen, Initiativen. Es gibt zum Beispiel den Arbeitskreis International, AKI. Auch schon eine semiprofessionelle migrantische Selbstorganisation. Sie helfen in dem Bereich insbesondere Frauen. Frauen, geflüchtete Frauen, sie machen Sprachkurse, sie bieten Beratung und Hilfe an. Auch sehr niederschwellig. Ganz viele Geflüchtete, die sonst keine Sprachkurse bekommen, weil sie eben nicht in dem Bezug sind, ALG 2 etc. oder Soziale, können dort tatsächlich umsonst Sprachkurse machen. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das mitnimmt, weil diese Fragen kommen immer wieder. Mensch, wir haben Leute, die sind in keiner Förderung. Wie können wir ihnen helfen, dass sie die Sprache lernen? Also AKI hat sich da schon ein bisschen spezialisiert, besonders auf dieser Ebene. Und die haben das gut gemacht. Die haben sehr viele ältere Herrschaften, Damen und Herren, die schon verendet sind, die Lehrer waren und die auch gerne das wirklich weitertragen. Und auch ein ganz gutes Niveau. Der Verein AFAQ e.V. AFAQ ist ein arabisches Wort, das steht für Horizonte, habe ich mir sagen lassen, weil, wie mein Name sagt, ich habe eine griechische Migrationsvorgeschichte. AFAQ ist ein Verein, der sich um Geflüchtete kümmert, insbesondere aus dem arabischsprachigen Raum, aus Syrien, aus Irak, aus Libanon, aus Algerien, aus Marokko. Ein Verein, der mittlerweile über 10 Jahre aktiv ist und auch durch meine Hilfe sich sehr, sehr professionalisiert hat. Er ist einer der wenigen Vereine, der es tatsächlich geschafft hat, gewisse Förderinstrumente auch bei der Stadt nochmal
in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Mensch, in Münster leben übrigens, ratet mal, wie viele Migrantinnen und Migranten leben in Münster? Habt ihr ein Gefühl? Ich hätte so 22.000 bis 27.000. Ja, eher so. Ja, ich glaube, aber viele werden das denken. Weil, klar, im Ruhrgebiet weiß man, Mensch, die Hälfte der Bevölkerung oder mehr haben Migrationsvorgeschichte. Auch in Münster tatsächlich, jeder vierte Mensch in Münster hat Migrationsvorgeschichte. Es gibt ungefähr 80.000 Menschen, alle zusammen. Also Menschen, die keinen deutschen Pass haben, die sogenannten Ausländer, immer noch Juristen werden sie so betitelt. Es gibt die EU-Bürgerinnen und Bürger und es gibt die Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die schon den deutschen Pass haben, aber in erster Generation und genau die gleichen Probleme haben trotz des Passes. Also insgesamt um die 80.000 Menschen. Das ist etwas, das man nicht sieht, etwas, das man nicht sehen will. Auch im Rat. Ich bin auch im Rat. Ich sage das auch bewusst und kritisch. Der einzige Kanake im Rat der Stadt Münster im Jahre 2023. Das zeigt im Grunde genau, was wir für eine Stadt sind. Eine Stadt, in der im Grunde ist alles gut hier. Wir müssen nicht übertreiben. Es gibt genau dieses Gefühl, wir sind auf so einem hohen Niveau im Vergleich zu anderen. Wir müssen jetzt nicht übertreiben. Und ich sage aber trotzdem, klar, wir müssen. Weil es gibt, wenn wir das Thema Gleichberechtigung, Integration auf Augenhöhe nicht nach vorne bringen, sowohl im Innenverhältnis als auch im Außenverhältnis, dann haben wir ein Problem, das wir in 20 Jahren sehen werden. Und dann werden wir genauso solche Probleme haben wie jetzt schon im Ruhrgebiet. Insofern ist das eigentlich nur logisch, dass man dieses Thema angeht. AFAG, was macht AFAG? AFAG macht wirklich vor allem für diese Menschen, die eben die letzten Jahre zu 70-80% nach Münster gekommen sind, sehr viel. Erstmal wird ihre Sprache dort gesprochen. Sie fühlen sich willkommen. Wenn sie dort sind, kann fast jeder außer meiner Wenigkeit Arabisch. Das heißt, für sie ist das natürlich ein schönes Zeichen. Sie werden unterstützt, Ämtergänge, Ausfüllen von Formularen, ID1, ID2, Kindergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, etc. All das, da ist ein tolles interkulturelles Thema, das behilflich ist. Das Thema Integration in die Arbeit, Bildung, Weiterbildung, Praktikaplätze. Ja, ganz viele, ich habe jetzt zwei Menschen mit Fluchterfahrung gesehen, die auch früher bei AFAG waren, die jetzt studieren. Das ist wirklich eine tolle Sache. Also insofern ist das eine sehr praktisch agierende Initiative, ein Verein, wo sich Geflüchtete auch aus diesen Ländern sehr, sehr wohl fühlen und auch geholfen werden. Darüber hinaus gibt es, ich glaube, GGOA kennt fast jeder, wenn nicht die GGOA, das ist die Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender. Auch mittlerweile über 30 Jahren, irgendwo habe ich mal die. Das ist eine Organisation, die sich auch in vielerlei Hinsicht der Geflüchteten angenommen hat. Ganz am Anfang war es die Verfahrenshilfe, mittlerweile ist GGOA so sehr aktiv in ganz vielen Bereichen. Bildung, Schule, Weiterbildung und natürlich auch die Beratung weiterhin. Seebrücke sehe ich hier natürlich, da muss ich euch nicht alle nach Athen tragen. Es gibt aber noch so ein, zwei Organisationen, die nicht so bekannt sind. Es ist mir wichtig, die nochmal zu nennen. Die Riberbrunnen e.V., das ist ein Verein von mehrheitlich afrikanischen oder aus Afrika stammenden Afrodeutschen im Grunde. Die sind so 6-7 Jahre aktiv und kümmern sich tatsächlich um Menschen, die aus Afrika nach Münster eingewandert sind, die geflüchtet sind. Sie sind im Kinderhaus auch niedergelassen, dort haben sie ihre Rolle und machen auch sehr viele kulturelle Arbeit, sie machen Projekte, sie machen Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit.
Nord-Süd-Thematik ist eines der Schwerpunkte von Lilber und auf der lateinamerikanischen Ebene gibt es ebenfalls eine Organisation, UTLA, die sind aktiv eher auf der Ebene des Interkulturellen, des Austausches zwischen spanisch sprechenden Menschen, nicht nur Lateinamerikanern und dem Deutschen. Also wir haben ein sehr breites Spektrum von Organisationen, Initiativen, von Menschen, die sich kümmern um Menschen, die lange hier sind oder die jetzt gerade gekommen sind oder geflüchtet sind. Die Situation wird sich natürlich verschlechtern, formell gesehen. Daher ist es umso wichtiger, diese Zivilcourage zu leben. Das heißt, trotz der Schwierigkeiten, die da kommen, sich der Menschen anzunehmen. Das machen wir zum Beispiel sehr, 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 sehr aktiv. Letzte Woche sind zwei Menschen aus der Ukraine, wohlgemerkt, aber eben aus Kenia ursprünglich. Und obwohl es die Regelung gibt, dass sie so behandelt werden wie die Ukrainer und Ukrainerin, ist das überhaupt nicht so in der Praxis. Und die stehen vor Abschiebung. Und trotzdem, es gibt immer Mittel und Wege, solche Menschen auch zu helfen. Das heißt, wir sind mittendrin in einem Prozess, der nicht nur der Ungerechtigkeit, der täglichen paranoiden Realität. Das meine ich wörtlich. Auf der einen Seite sprechen wir über Fachkräftemangel und auf der anderen Seite kommen Menschen mit vielen Potenzialen, mit vielen Sprachen, mit vielen Talenten und wir tun alles, um sie verhungern zu lassen oder sterben zu lassen oder ertrinken zu lassen. Das ist so wie eine paranoide Situation, die ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen könnte. Nichtsdestotrotz, ich nenne ein Beispiel, damit wir verstehen, was wir erreichen können, wenn wir genau widerstehen. Wenn wir, so wie Henrik das auch gesagt hat, wenn wir wirklich aus dem theoretischen Kontext und dem praktischen eine Einheit bilden, was wir schaffen können. Manche waren damals bei dem Kampf auch dabei, sehe ich. Die Landesregierung kam irgendwann vor ein paar Jahren auf die glorreiche Idee, sogenannte zentrale, wir haben natürlich gesagt, zentrale Abschiebeorganisation zu gründen, ZAB. Und die damalige Ratsmehrheit, CDU und Grüne waren natürlich dafür. Wir haben so einen tollen Kampf auf der Straße. Ich glaube, das zeigt, dass wir viel erreichen können auf lokaler Ebene. Wir haben es geschafft, mit Druck auf die Grünen tatsächlich mit einer Stimme Mehrheit, dass der Rat der Stadt Münster die ZAB hier in Münster nicht bewilligt hat. Also das hätte sich vorher kaum jemand wirklich gedacht. Und ich bin mir sicher, wir können, wenn so viele Menschen, so viele Aktive, so viele junge Menschen vor allem, diesen Fokus darauf haben, dann können wir viel erreichen. Vielleicht noch zwei Sachen, dann bin ich auch fertig. Ich möchte wirklich bitten, ihr seid alle mit modernen Medien ausgestattet. Ich hatte bis letzte Woche so ein kleines Handy wie vor 20 Jahren. Informiert euch. Es passiert viel in Münster. Nehmt teil, seid laut, macht euch sichtbar, zeigt, dass wir kein Einheitsbrei sind, zeigt, dass wir anderer Meinung sind, dass wir auf der Seite der Humanität sind und auch auf der Seite der Menschlichkeit, im Sinne von keine Kategorisierung in Nützliche und Unnützliche, sondern der Mensch ist, egal woher er kommt, wie soll ich das sagen, er muss gleich behandelt werden, egal woher er kommt, wie dick sein Portemonnaie ist, was er anhat, welche Farbe er hat, ob er blaue Augen hat oder schwarze Augen. Und das müssen wir tagtäglich machen. Wenn ich daran denke, dass eine AfD in Deutschland vielleicht
in Thüringen, demnächst eines der Länder, die absolute Mehrheit in einem der Länder erringen kann, dann denke ich, das ist genau jetzt gefordert. Wir müssen laut sein, wir müssen sichtbar sein, wir müssen unsere Meinung auch da benennen und sagen, wo ein anderes Publikum steht. Ich sitze oft im Rathaus und ich habe das Gefühl, ich bin einer von 60. Und trotzdem ist es mir wichtig zu sagen, nein, so ist es nicht. Es gibt eine andere Perspektive. Und diese Perspektive müssen wir, und das ist heute vielleicht ein Anfang, wie gesagt, nochmal, ich kann nur sagen, toll, wie ihr das organisiert habt. Ich glaube, das ist ein Anfang für eine Reihe von Sachen, die wir ab heute alle gemeinsam tun können. Im Grunde dieses Scheißgesetz, diese Chance aufnehmen und genau das Gegenteil daraus machen. Dankeschön. Alles zusammen.